Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Atomic Heart, diesmal mit dem zweiten Story-DLC, Trapped in Limbo. Man sieht es hier über mir auch eingeblendet, das ist das letzt erschienene DLC. Am 6. Februar 2024 ist dieses DLC erschienen und es beleuchtet das andere Ende. Es beleuchtet unser Ende, das wir im Hauptspiel genommen haben, nämlich der Kampf gegen die Twins, der Kampf gegen die Zwillinge, der Kampf gegen unsere eigene Frau, denn auch die wird in diesem DLC eine Rolle spielen. Unsere ehemalige Kameradin und eben dann auch Freundin bzw. Ehefrau, ob wir so weit waren, weiß ich nicht genau, aber die wurde ja in Bulgarien gemeinsam mit uns schwer verletzt. Wir konnten zum Glück noch weiterleben durch eben ein paar medizinische Eingriffe, die Herr Sechenov an uns vorgenommen hat. Unsere Frau leider nicht mehr, aber ihr Geist wurde hochgeladen in die Schwestern, die linke und die rechte, oder die Zwillinge muss man ja die eigentlich nennen, die linke und die rechte Hirnhälfte, deswegen heißen die beiden auch links und rechts, und gegen die haben wir gekämpft, wenn wir unser Ende des Hauptspiels hernehmen, und dieses Ende wird hier beleuchtet, denn da gab es ja einige Drehungen und Wendungen. Ich will da jetzt gar nicht zu viel ausholen, nur das Ganze mal in Kürze schnell zusammenfassen, damit diejenigen, die vielleicht bei der Hauptstory nicht dabei waren oder schon länger nicht mehr dabei waren, denn bei mir sind ja auch mittlerweile schon ein paar Wochen bzw. Monate vergangen, seit wir das letzte Mal gespielt haben im Atomic Heart Hauptgame. Das DLC Annihilation Instinct lief ja kürzlich erst, das hat das andere Ende beleuchtet, das alternative Ende, wo wir uns dem Handschuh entledigen und quasi das Ende wählen, was wir im Hauptgame nicht genommen haben. Aber hier geht es jetzt tatsächlich um dieses Ende, das wir gesehen haben in Folge 58 von Atomic Heart, nämlich der Kampf gegen die Zwillinge und das, was danach kam. Denn da gab es einige Twists und einige Drehungen, nämlich unser Handschuh, von dem wir eigentlich ja immer gedacht haben, dass der unser guter Freund und Verbündeter ist, war gar nicht unser guter Freund oder Verbündeter, sondern er war derjenige, der uns als Kampfmaschine verwendet hat. Wir waren im Hauptspiel immer wieder auch in diesem Limbo, in dieser Traumwelt, und genau in diese Traumwelt werden wir jetzt auch wieder fliehen, in diesem DLC hier. Da wird es um diese Traumwelt gehen, wir werden einige Stunden dort verbringen und wir wurden ja damals von Herrn Sacharow immer wieder in die Traumwelt verschoben, und zwar nicht, wenn wir wollen, sondern wenn er wollte. Wir haben Molotow, den Regierungsmann, erledigt. Wir haben Larissa erledigt, die uns gezeigt hat, was in der Akademie der Konsequenzen los ist. Und zum Schluss wurden wir in den Limbo verfrachtet. Wir haben es gesehen in den letzten Sekunden des Hauptspiels. Wir waren im Limbo und eine der Zwillinge ist uns entgegengeflogen. Möglicherweise ein kleiner Hint auf dieses DLC hier eben. Also Sacharow, der eindeutige Bösewicht in diesem Spiel. Derjenige, der nämlich das geplant hat, was wir das ganze Spiel gedacht haben, was auf Sechenovs Kappe geht. Nämlich die Welt beherrschen, Amerika in die Knie zwingen mit diesem Atomherzprojekt, das ja eigentlich auch ein Projekt der Regierung war. Und zum Schluss haben wir gesehen, es geht eigentlich auch anders, denn Sechenov war zwar derjenige, dem alles hier in die Schuhe geschoben wurde, er war nicht unschuldig, keineswegs, aber er war doch nicht der, den wir eigentlich gedacht haben, den wir hier vor uns haben, sondern unser Handschuh. Charles, wie er früher hieß, oder eben Sacharow. Er war derjenige, der für das alles verantwortlich war. Er war derjenige, der mit Kollektiv und mit dem Gedanken die Welt beherrschen wollte. Und so wie es aussieht, hat er das auch geschafft, wenn wir jetzt dieses Ende hernehmen. Denn wir sind auch wieder im Limbo, in dieser Traumwelt. Und wir wissen ja ganz genau, was mit den Leuten passiert, die in dieser Traumwelt sind. Wenn wir nämlich zurückdenken an die Akademie der Konsequenzen, kurz vor Schluss im Hauptspiel, als uns Larissa dort eine kleine Führung geboten hat, haben wir gesehen, was tatsächlich auch der Nachteil sein kann an diesem vernetzten neuronalen Netzwerk, nämlich, dass die Leute kein eigenes Leben mehr haben, dass der Körper zwar noch funktioniert, der Geist aber ferngesteuert wird, und wir haben dort Dutzende, Hunderte Leute gesehen, alle eingesperrt in kleinen, ich würde jetzt nicht sagen Käfigen, aber in kleinen Wohnungen, die alle ferngesteuert waren. Der Körper existiert zwar noch, der Geist ist aber gefangen in diesem Limbo.
genau darum geht's in diesem DLC. Kurze Zusammenfassung nur zur Story, für alle diejenigen, die jetzt hier nicht genau wissen, worum es da ging. Ich muss mich auch noch mal ein bisschen einlesen, weil es eben, wie gesagt, schon ein paar Wochen bzw. Monate her ist, seit wir hier im Story-Modus tatsächlich das letzte Mal unterwegs waren. Aber ich denke mal, der Großteil wird uns hier sowieso noch mal erklärt werden und ich bin definitiv gespannt, was hier auf uns zukommt. Das Spiel bzw. das DLC hat nicht unbedingt die besten Bewertungen auf Steam, eben weil es natürlich ein bisschen was anderes ist als das Hauptspiel. Es gibt hier zwar Kämpfe, aber wir sind halt trotzdem in dieser Traumwelt und wir waren im Hauptspiel ja auch ein paar Mal dort und haben gesehen, wie es dort aussieht. Alles ein bisschen zuckersüß gestaltet, alles sehr knallig gestaltet, alles sehr fröhlich gestaltet. Und eigentlich überhaupt nicht so, wie wir es aus dem bisherigen Atomic Heart Spiel kennen oder aus dem anderen DLC aus Annihilation Instinct, das wir ja die letzten Male gespielt haben. Hier sieht alles ein bisschen anders aus in diesem Limbo. Man sieht schon, die Figur da drüben, das sind wir. Zwar wieder bewaffnet mit einer Axt, aber die Welt wird anders aussehen. Das ist nicht bei allen so gut angekommen. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns das einfach mal selber an. Das zweite DLC, zwei weitere sollen ja noch erscheinen. Man sieht hier unter uns sind noch zwei Plätze frei. DLC 3 und DLC 4. Wir sind noch verfügbar. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt. Sammelobjekte gibt es natürlich auch. Es gibt bestimmt ein paar Dinge zu lesen. Ich habe mich da schon mal kurz informiert. Es gibt Münzen, die wir sammeln können. Es gibt Äpfel, die wir sammeln können, um eben dann noch neue Waffen und neue Skins freizuschalten. Also da sind wir definitiv noch beim Alten. Um eben was freizuschalten, um uns was zu kaufen, brauchen wir Materialien. Aber ich erinnere mich da, wir hatten nie große Probleme, Materialien zu beschaffen. Ich denke mal, das wird hier genauso wenig ein Problem werden. Dann, liebe Freunde, genug geredet, wir starten rein. Trapped in Limbo, das zweite DLC von Atomic Heart. Und ich bin gespannt, was hier auf uns zukommen wird. Wir werden natürlich mal wieder... Ja, wobei, das sind hier, glaube ich, ein paar andere, oder? Ein paar andere Methoden, um hier den Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Flüchtige Erscheinung, ein buntes Luftabenteuer. Wenn du aufwachst, verbleibt nichts als eine angenehme Erinnerung und den Drang, es zu wiederholen. Ich glaube, das ist eher der einfache Art und Weise, hier durch das Spiel zu gehen. Wir wollen natürlich eine heftige, eine schwierige Art wählen, um durch dieses DLC zu spazieren. Wir nehmen mal die Schlafparalyse, ein peinigender Albtraum, der dich mitten in der Nacht weckt. Beunruhigende Eindrücke, die dich noch lange verfolgen werden. Nicht jeder kann seine inneren Dämonen bezwingen. Hast du den Mumm, ihnen ins Antlitz zu blicken? Ich glaube, das ist unser Schwierigkeitsgrad, liebe Freunde. Die Schlafparalyse. Passt. Und dann schauen wir mal rein. Ah, schöne Scheiße. Deine Hand! Nein, 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 nein! Halt durch, ich bin bei dir! Und genau das ist es nämlich. Wir sind jetzt in der Traumwelt. Wir sind gefangen in der Traumwelt und können unseren Körper außerhalb nicht mehr kontrollieren. Der ist jetzt nämlich in der Hand von Herrn Sacharow, der mit uns in der echten Welt, im Jahre 1955, in dem wir uns hier befinden, in Atomic Heart, machen kann, was er möchte. Denn der Körper existiert weiterhin. Wir sind immer noch eine erprobte Kampfmaschine. Unser Geist lebt jetzt aber hier. In dieser Welt. Bahn der Geschwindigkeit. Nichts Neues an der Front der Wissenschaft. Die Physik ist allgegenwärtig. Spring höher, weiter, stärker und mach dich nicht fertig. Eins sei dir gesagt, mein Jung. Gutes Timing lohnt sich allemal. Machst du's richtig, gibt's mehr Schwung. Das ist der Geschicht Moral.
Mach dir die Neigung zu eigen, der Rampen, die du musst besteigen, spring doppelt, um dich zu loseisen und um Schaden zu vermeiden. Cooles Gedicht, liebe Freunde. Die Gedichte hier in vielen Spielen machen ja eigentlich nur auf der englischen Sprache meistens Sinn, aber da haben sich die Entwickler bemüht und auch auf Deutsch ein schönes Gedicht präsentiert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da sieht man eben, das ist bisschen anders als das, was wir aus dem Hauptspiel kennen, denn hier geht's viel um Jump'n'Run, hier geht's viel um Rutschen. Wir müssen rutschen, wir müssen Äpfel sammeln, wir müssen Münzen sammeln. Das ist natürlich komplett anders als das, was wir im Hauptspiel gemacht haben oder im ersten DLC Annihilation Instinct. Und deswegen sind die Bewertungen wahrscheinlich auf Steam derzeit auch so, wie sie sind, weil viele eben nicht so, was sie erwartet haben. Aber wir schauen uns das mal an. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, wie ich mich hier schlagen werde, denn wie gesagt, wir wollen natürlich eine Herausforderung. Wir sind auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad unterwegs. Das wird definitiv gar nicht so einfach werden. Autsch, wird schon werden, Liebster. Wir haben schon Schlimmeres überwunden. Na, guck mal, guck mal. Und man merkt wirklich, reden können wir auch nicht. Du musst zuerst diesem Pfad vor dir folgen. Du musst dich fangen. Das Vosrot-Modul ist hier keine Hilfe mehr. Aber das kann uns nur recht sein, oder? Okay, das war's mit dieser kleinen Einführung in die Limbo-Welt, in die Traumwelt. Und ich gehe nochmal kurz in den großen Kameramodus, um noch ein bisschen was Storymäßiges zu erklären. Denn den Tropfen, den wir da vorne sehen, den kennen wir zum Beispiel auch aus Annihilation Instinct. Und mittlerweile wissen wir ganz genau, was es mit diesem Tropfen hier auf sich hat. Denn, nochmal kurz, um die Zwillinge hier ins Bild zu bringen, unsere Frau, wir waren mit unserer Frau, unserer Partnerin, unserer Agentin in Bulgarien unterwegs im Zweiten Weltkrieg und irgendwas ist dort wohl falsch gelaufen und schief gegangen. Sie ist leider nicht mehr zu retten gewesen, wir hingegen schon. Mit diesem Vosrot-Modul wurden uns dann eben die Erinnerungen, die wir an unsere Frau haben, gelöscht, damit wir weiterarbeiten können. Aber die, unsere Frau generell, die wurde nicht einfach so gelöscht. Upsi, wo bin ich denn da jetzt drauf gegangen? Das wollte ich nicht, auf meinem Tablet hier, wo ich die nächsten Dinger markiert habe, was wir sammeln können. Die wurde nicht einfach gelöscht, die wurde nämlich hochgeladen, denn auch sie hat natürlich immense Kampffähigkeiten gehabt. Und sie wurde hochgeladen in die Zwillinge, die wir natürlich schon kennen aus dem Hauptspiel, gegen die wir gekämpft haben. Links und rechts, die linke und rechte Gehirnhälfte, das ist unsere Frau Blesna. Und Oma Sina, die wir ja auch kennen aus dem Hauptspiel und aus dem letzten DLC, ist auch nicht einfach nur Oma Sina, sondern unsere Schwiegermutter. So hängt das eben alles ein bisschen zusammen. Und das haben wir gerade gesehen, der Tropfen da vorne, das war gerade eben noch eine der Zwillinge, die uns abholen wollte. Und wir sind auch nicht mehr der P3, den wir kennen aus dem Hauptspiel, sondern wir sind jetzt dieses Plüschmonster hier. Die Welt sieht anders aus. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben auch hier direkt wo mal gleich die erste Münze, die wir sammeln können. Ich würde sagen, die holen wir uns auch gleich mal. Insgesamt gibt es 80 Stück hier im Spiel. Und die erste Münze sollte hier hinten liegen. Genau. Zack. Schnappen wir uns gleich mal. Da oben sieht man eine kleine Statistik, was wir derzeit gesammelt haben. Null Äpfel und eine Münze. Und je nachdem, wie viel wir sammeln, können wir eben dann auch verschiedene Upgrades kaufen, Waffen kaufen und so weiter und so fort. Aber man sieht, wir sind hier definitiv in einer ganz, 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 ganz anderen Welt. Das sieht hier aus wie in einem Konditorladen, in einer Konditorei. Wir sehen die Kuchen überall rumschweben. Hier ist alles ein bisschen auf, naja, fröhlich getrimmt. Obwohl natürlich unsere Situation alles andere als fröhlich ist gerade. Das Lebkuchenmonster ist auch hier, schmilzt schon ein bisschen. Und auch das Skelett kennen wir ja schon aus unseren Ausflügen in die Limbo-Welt, in die Traumwelt aus dem Hauptspiel. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich gucke mir direkt mal an, wo wir das nächste finden können. Alles klar, das ist bei 21% Passrate, denn das sieht man da oben. Der kleine Strich, ich gehe mal hier rauf, da sieht man ihn ein bisschen besser. Hier mittig im Bild oben sieht man den Fortschritt, die Fortschrittsanzeige. Das heißt, gegliedert wird das Ganze hier wohl sein in verschiedene Level. Und je nachdem, wie gut wir uns anstellen, können wir dann eben auch hier weiter voranschreiten oder eben auch manchmal wieder zurück zum Start geworfen werden, wenn wir uns ein bisschen schwerer tun. Ich sehe, alle Äpfel können wir definitiv nicht mitnehmen, weil wir hätten nämlich schon hier einen Weg und hier einen Weg. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal hier und gucken mal an, wie das funktionieren wird hier. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Huh! Alter Falter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles wird gut. Such dir ein ruhigeres Plätzchen, dann erzähle ich dir alles. Ja, guck mal, ob das so funktioniert.
Heieieiei, Freunde, ich glaube, ich bin hier. Hoi, 9% haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns. Und man sieht, der Apfelkuchen füllt sich da unten. Wir können 114 von diesen Äpfeln sammeln. Haben schon ganz schön viele mitgenommen, aber ich glaube, es gibt insgesamt um die 4.000 oder 5.000 hier im gesamten DLC. Die werden wir definitiv nie alle sammeln können. Ja, und auf dieser kleinen Insel gibt's genau gar nichts für uns zu tun. Wir können jetzt hier lang oder da drüben lang, wobei der Weg wird wohl der gleiche sein. Guck mal, wie das da unten aussieht. Ein roter Fluss. Wir sind in irgendeiner Kuchenwelt unterwegs. Das wird spannend, Freunde. Ich freue mich drauf. So, weiter geht's. Ich versuche natürlich, so viele Äpfel wie möglich mitzunehmen. Ohne jetzt hier irgendwo drauf zu gehen. Eieieiei. Und das ist wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Weiter, alles läuft nach Plan. Ich weiß ja nicht so genau. Hui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 u
deren Moderator hätten wir fungiert. Tja, wir haben die Dinger ins Meer geworfen. Und zu guter Letzt, ich will eine Revanche. Neben dir in meiner ganz persönlichen Limbo-Zelle und in der echten Welt, wo ich verfolge, was mit uns geschieht. Ja, wir liegen immer noch in Sechenovs Büro. Übrigens, ich will eine Revanche. Also, wenn alles geklappt hat. Im Moment werde ich überall gebraucht. Ich werde dir weiterhelfen. Dank der Echos konnte ich gelegentlich die polymerischen Radiowellen beeinflussen und das, was du in Birnen und Chebetas erfahren hast. Aber Chariton tat das viel öfter. Tut mir leid, dass ich das nicht verhindern konnte. Und ich erinnere mich sogar an ein Chebeta, das wir gefunden haben im Hauptspiel, wo wir eben unsere Frau gehört haben, die immer sagt, finde mich, finde mich, finde mich, finde mich. Das heißt, das war wohl eines der wenigen Chebetas, mit dem sie mit uns kommunizieren konnte im Hauptspiel. Alles klar, ich scrolle mal kurz ein bisschen runter, um zu gucken, wo wir das nächste finden. Och du Scheiße, das erste ist da ganz oben, also die zweite Münze. Uiuiui, das wird aber schwierig zu holen. Die nächste Biene finden wir bei 36%. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Sonst gibt es hier nichts zu finden. Es sieht immer wieder alles gleich aus. Es sieht immer wieder lecker aus hier. Also da bekomme ich richtig, richtig Hunger. Ich glaube, mit leerem Magen sollte man dieses Spiel hier nicht spielen. Denn hier ist definitiv einiges, was ich so verdrücken könnte. Guck mal, schöne Waffen liegen hier unten am Boden. Schmilzt zwar alles schon, aber das sieht hier einfach sehr, 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 sehr appetitlich aus. Das muss man schon sagen. Guck mal, ein paar Röllchen haben wir hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh Gott, da ist schon wieder einer von diesen Monstern. Und weg ist er. Dann würde ich sagen, wir werfen uns rauf auf den nächsten Kuchen. Ja, vielleicht aber eher hierhin. Und dann gucken wir mal, was hier als nächstes so ansteht. Aua! Das war, glaube ich, nicht so gut, oder? Ach du Scheiße, jetzt sind wir hier wieder. Ganz zum Schluss sind wir jetzt wieder. Oh Gott. Na gut, dann können wir das Ganze aber mal so lösen, dass wir uns jetzt vielleicht mal die anderen Äpfel mitnehmen. Wenn wir schon die Chance dazu haben. Oh Gott. Können wir ja ruhig mal ein paar mehr Äpfel mitnehmen. Denn die wären uns ja vorher alle verwehrt geblieben. Cool. Bam. Aber wo zum Teufel sind wir denn jetzt? Bei 20% sind wir jetzt gerade. Aber waren wir hier schon? Hier geht's wohl nicht weiter. Mal gucken, wo es dahin geht. Tatsächlich, da drüben sind wir gerade rumspaziert. Aber wir sind... Ist das der Ort, wo wir gerade waren? Ich sehe hier keine Birne. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, hier müssen wir weiter. Und das ist wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht hier. Eieieiei. Komm. Nicht fallen. Alles ist gut. Mehr oder weniger gut. Scheiße. Okay, das ist gar nicht mal so easy, um da hinten anzukommen, muss ich zugeben. Da müssen wir den richtigen Kuchen finden. Und das war er definitiv nicht. Ach du meine Güte. Ich hab gedacht, das mit dem Rutschen wird einfacher. Aber das ist auf keinen Fall so. Autsch. Hä? Was ist denn hier los jetzt? Das ist auf keinen Fall so. Alter Freund, das ist gar nicht mal so easy. Okay, versuchen wir es mal. Wir müssen zumindest mal bis zum nächsten Punkt kommen und von dort dann irgendwie weiter. Aber man sieht schon, man wird immer wieder ein bisschen zurückkatapultiert, wenn man eben bestimmte Passagen nicht lösen kann. So, aber es gibt immerhin ein paar Äpfel noch hier. Das freut mich schon mal. Ich will hier lang. Oh Gott. So, das schaut eigentlich ganz gut aus gerade.
Juhu! Haha! Da sind wir wieder. Hier ist die Birne. Das ist wohl dieselbe von gerade eben, oder? Echo der Gedanken, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da sind wir wieder, Freunde. Super. Super, super. Bitte, was zum Teufel hört man hier gerade? Wie wenn hier jemand gerade mit etwas beschäftigt ist. Mit Fortpflanzung. So, diesmal reiße ich mich aber zusammen. Denn das war jetzt gerade schon peinlich genug. Wie gesagt, ich versuche natürlich so viele Äpfel wie möglich gleich mitzunehmen. Da vorne? Dort können wir reden. Hör einfach auf mich, dann wird alles gut. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Autsch. Und die eine Münze, die wir hier hätten sammeln können, die ist natürlich... Huch, was war das denn jetzt? Die ist natürlich jetzt schon mal verschollen, denn die ist irgendwo da hinten jetzt zu finden. Aber egal, wird wohl nicht so wichtig sein. Hauptsache, wir haben zumindest schon mal eine mitgenommen. Das nächste Münzchen, das wir kriegen können, ist aber genau hier, bei 30% beim Haus nämlich. Und zwar da oben zu finden, sehe ich gerade. Bitte nicht böse sein, dass ich hier einen kleinen Guide verwende, um diese Münzen zu finden, aber sonst würden wir uns hier wahrscheinlich zu Tode suchen. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Ich meine, das sieht einerseits urlecker aus, aber andererseits auch ein bisschen komisch. Ein Blutkeks. Und die große Frage ist, wie kommen wir denn da oben rauf überhaupt? Das weiß ich nämlich nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Haus Nummer 82, hier können wir reden, hat's geheißen. Na, gucken wir mal. Und ich vermute mal, hier also, wird's dann wir weitergehen. Wir sind beide im Limbo und ich würde das gerne ändern. Mhm. Eigentlich gefällt es mir hier ganz gut. Bald kommt deine Erinnerung zurück und du kannst dich voll auf diese Welt einstellen. Und dann finden wir einen Weg hier raus. Ein Wasrott-Modul wurde in deinem Schädel installiert, weißt du noch? Lecker, das Ding kann einen in den Limbo reißen und blockiert außerdem deine Erinnerung. Die Erinnerung an dieses Teil genau. Kommt wieder hoch. Keine bestimmten Erinnerungen an mich, wobei die auch blockiert werden. Du kannst dich also nicht erinnern, wer du vor Bulgarien warst. Da Cheriton Radionovic das Wasrott nicht mehr kontrolliert, bist du bald wieder ganz du selbst. Und dann verschwindest du aus dem Limbo und hilfst mir, ja? Na, gucken wir mal. Prima. So gelangst du zu den Tiefen deines Bewusstseins. Und von dort machen wir uns auf den Weg zum Ausgang. Ich bin ja mal gespannt, ob das tatsächlich so einfach funktionieren wird, hier aus dieser Traumwelt von selbst wieder rauszukommen. Denn wie gesagt, wir waren im Hauptspiel auch ein paar Mal hier drin, aber immer genau dann, wenn es hier Sacharow von uns wollte. Nämlich durch dieses Phosphor-Modul, das er in unsere Gehirne eingepflanzt hat. Und genau das ist jetzt auch der Fall. Er will uns im Limbo haben. Und das wird definitiv eine Herausforderung, hier einfach so wieder rauszukommen. Na, gucken wir mal. Die Münze würde ich mir lieben gerne mitnehmen. Und wer zum Teufel sitzt hier denn? Aha. Was für ein komisches Vieh sind Sie denn? Oh Gott, oh Gott. Find's ein bisschen schade, dass der hier tatsächlich nicht sprechen kann, sondern dass das quasi alles nur in Untertiteln fungiert, aber eh klar, wir sind ja auch irgendein komisches Monstrum gerade. Eh klar, dass er da nicht unbedingt spricht. Kann man das übersetzen? Das wird, glaube ich, übersetzt. Membran? Ach, tatsächlich. Aber der wichtigste Teil des Zytoplasmas ist der Zellkern. Innerhalb seiner eigenen Membran speichert er das Wichtigste für eine Zelle überhaupt, eine besondere Substanz, die langen, dünnen Fäden ähnelt. Aber was hat das hier zu suchen? In dieser Welt? Da sind generell ein paar chemische Dinge da drüben aufgezeichnet. Ein leckeres Brot haben wir ja auch, ein paar Äpfel und ganz schön viele Zigaretten. Und selbst ein paar Gegenstände aus unserer Welt. Guck mal einer an. Schön, schön, schön. Und ganz schön viel von diesen Münzen. Vom Gold. Und wer zum Teufel bist du? Ah, die neue Nora ist das. Tantchen Mochias Laden. Statt Nora, dem verrückten Kühlschrank, der uns hier immer wieder schöne, schöne Waffen gecraftet hat, die sexy Frau, da haben wir jetzt hier Tantchen Mochia. Das ist unsere Nora, die neue Nora, die Ablöse quasi. Und hier können wir uns jetzt ein paar Dinge kaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und man sieht, alles kostet Gold. Und man sieht, das ist gar nicht mal so billig. Wir haben ein Gold dabei. Das hier haben wir gerade schon. Das könnten wir uns abholen. Den Schweden Plätzchen. Also statt der Axt wie im Hauptspiel haben wir hier jetzt ein Plätzchen. Ein Hackebein mit Zuckerguss macht Gegner kloppen zum Genuss. Sehr schön, sehr schön. Das holen wir uns mal. Geschenk.
Ich glaube, das kostet gar nichts. Du kannst diesen Waffenstil im Hauptspiel verwenden, indem du in den zusätzlichen Inhalten auswählst. Die visuellen Spezialeffekte beim Schießen funktionieren nur im Limbo. Das heißt, wir könnten mit dem Ding theoretisch auch im Hauptspiel spielen. Da würden die Roboter aber schauen dann. Und dann könnten wir uns theoretisch noch die Schienenkanone kaufen, vom Hauptspiel, die hier Karamellchen heißt. Wir haben ein Gold. Karamellchen süß, zergehrt zart im Munde, zergehst du zart im Munde, geschlagen hat der Zähnlein Stunde. Coole Sprüche, nehmen wir uns. Du bist dabei, Münzen auszugeben. Na gut, die eine haben wir ja gerade noch. Sehr schön. Cool, cool, cool. Freut mich. Bereits gekauft, bereits gekauft. Wir haben also Waffen. Sehr schön, sehr schön. Karamellchen und das Plätzchen. Freunde, wir sind hier in einer ganz, ganz anderen Welt. Und hier liegt nicht nur Gold rum, sondern komischerweise auch ein Schweinsschädel. Was macht ihr denn hier? Und solche Fleischbrocken. Nanü? Da hinten irgendwelche Chemikalien, Sack Äpfel. Zantchen, was ist denn los hier mit dir? So, mal gucken, was hier steht. Lässt sich das übersetzen? Ja, tatsächlich, die Membran weiß, was für die Zelle gut ist und was schädlich sein könnte. Wie ein strenger Türsteher lässt sie nur nützliche Dinge in die Zelle. Schön, schön, schön. Okay, ich gehe mal in die obere Etage, denn ich würde liebend gerne die Münze hier mitnehmen. Da hätten wir vielleicht jetzt sogar noch was anderes kaufen können, aber auch wurscht. Da tropft uns das Haus schon mal wieder entgegen. Lecker Schmecker, lecker Schmecker, lecker Schmecker. Und man sieht, auch in dieser Welt gibt es tatsächlich ein paar Dinge, die aus unserer Welt importiert wurden. Wie zum Beispiel dieses Sofa hier, wie zum Beispiel da hinten. All diese wissenschaftlichen Dinge, um irgendwelche Tests, irgendwelche Forschungen durchzuführen. Da haben wir ein paar Pakete hinten rumstehen. Also das sind Dinge, die aus unserer Welt stammen auf jeden Fall. Schön. Schön, schön, schön. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Das ist schon eine sehr interessante Traumwelt hier. Auch hier ein Foto einer Forscherin, stammt definitiv aus unserer Welt, genauso wie die Regale hier. Das Haus an sich ist zwar wieder ein Kekshaus, aber die Innereien stammen tatsächlich aus unserer Welt. Cool! Na gut, Freunde, dann schauen wir noch mal ganz kurz hier rein. Mal schauen, ob wir hier noch was finden können im Wohnzimmer. Da ist tatsächlich noch was. Vielleicht geht es wieder um die Membran. Gucken wir mal. Ja, doch, wie du übersetzt. Im Inneren der Zelle, hinter der Membran, befindet sich das Zytoplasma. Das ist ein Chemiekraftwerk, das Proteine, Fette, Zucker und andere vom Organismus benötigte Dinge produziert. Ich komme mir vor, als wäre ich wieder in der Schule. Heieieiei. Guck mal, sogar der Fernseher ist noch am Laufen. Cool. Läuft dann wieder diese Kinderserie? Ich glaube... Ist das die Kinderserie oder ist das was anderes diesmal? Dann bringe die Bonzen zur eisigen Stille. Oh, das ist definitiv nicht die Kinderserie. Das ist nämlich unser Handschuh. Das ist unser Handschuh aus dem Hauptspiel, der hier präsentiert wird. Oh, Sacharow. Na, kein Wunder, dass der hier Werbung für sich macht. Oh, 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 Freunde, 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 kein Wunder, dass der hier Werbung für sich macht. Und da haben wir noch eine kleine Küche, da oben noch ein bisschen was in den Vorratsschränken drin, eine leckere Wurst sehe ich da auch noch, lecker Schmecker. Sogar ein Erste-Hilfe-Kit ist hier im Kühlfach, was auch immer das hier zu suchen hat. Und nochmal das Letzte, was wir über den Körperaufbau lernen können in diesem Haus, nämlich es geht um Zucker. Manche Zellen haben mehr, manche weniger davon. Und manche Dinge, wie zum Beispiel einige Rüben, haben so viel, dass wir sie Zuckerrüben nennen. Mit dem Zucker dieser Zellen süßen wir unseren Tee. Schön, schön, schön. Ich komme mir wirklich vor, als wäre ich wieder in der Schule. Schön. So, ich scroll mal hier kurz runter. Wo haben wir denn das nächste Sammelobjekt? Aha, on the track where the sign with a coin shows. On the track after the fans. 32%. Alles klar. Na, gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal, gucken wir gleich mal, gucken wir gleich mal. Ich würde mal behaupten, hier oben müssen wir weiter. Spiel gespeichert, das freut mich sehr. Und da drüben ist, glaube ich, gerade auch ein Speicherpunkt. Sind das unsere Speicherpunkte? Ich denke schon. Die haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Speicherpunkten aus dem Hauptspiel, das stimmt schon. Aber natürlich auch in Zucker süß. Schön, schön, schön. So, und jetzt ist die Frage, sollen wir hier lang oder sollen wir eher da unten lang? Das Ende wird wahrscheinlich das gleiche sein, würde ich jetzt mal behaupten. Wir gehen mal hier lang.
und gucken, wo wir schlussendlich rauskommen werden. Wie gesagt, ich bin nicht böse, wenn wir hier nicht alle von diesen Münzen sammeln können, denn ich habe mich schon ein bisschen informiert und so viele Kampfszenen wird es gar nicht geben. Dass wir quasi auf die Waffen tatsächlich angewiesen sind. Oh Gott. Au. Au, 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 au. Okay, dann nochmal hier rüber und schnell nach oben. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Freunde, lecker schmecker Kuchen hier. Na, ich weiß ja nicht, ist das der Plan? Autsch. Na klar, Plutonium. Hab ganz vergessen, mit wem ich spreche. Warum sind wir so langsam auf einmal? Jetzt geht's wieder los. Autsch. Und da sind wir wieder hier zurück zum Start. Na, herzlichen Glückwunsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier geht's zur Münze. Ach, guck mal, da ist ja sogar eine Markierung. Hier können wir Äpfel sammeln, hier können wir eine Münze sammeln. Dann würde ich mal sagen, nutzen wir jetzt mal diesen Weg hier, denn die Münze würde ich mir liebend gerne auch mitnehmen. Mal gucken, wo die hier ist. Ach du meine Güte. Da ist sie. Das Münzchen. Sehr schön. Und hier sind wir tatsächlich wieder zurück. Cool, an der Hauptstrecke. Einmal im Kreis gelaufen. Macht aber nichts. Wir haben zumindest ein bisschen was mitgenommen. Oh Gott. Das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Boah, Freunde, das ist gar nicht mal so leicht hier, diese Passagen. Das sieht vielleicht als Zuschauer easy cheesy aus, hier lang zu spazieren, aber das ist es definitiv nicht. Vor allem, weil es halt manchmal auch verschiedene Wege gibt. Das ist alles andere als einfach. Oh Gott. Oh Gott. Nein, bleib da oben. Bleib ja da oben. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Das hätte jeden passieren können. Ja, hätte. Darf aber nicht. Scheiße. Boah, ich muss mich hier wirklich zusammenreißen. Das ist keine einfache Sache, Freunde. Aber es ist lustig. Es ist absolut... Okay, das war nur peinlich. Es ist absolut lustig, hier rumzurutschen. An den Kuchen entlang. Das hat schon was ganz Besonderes auf jeden Fall. Na gut, gucken wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. So schwer kann es ja nicht sein. Wir sind zwar auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad unterwegs, aber das kann ja nicht sein, dass uns der Kuchen hier schlägt. Das müssen wir doch hinbekommen. Schwuppsdiwupps, sehr gut. Nein, bleib ja da oben. Eieieiei. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich sollte dort vielleicht den anderen Weg nutzen. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Ich sollte dort den anderen Weg nutzen. Weil das hat keinen Sinn, da immer wieder gegen dieselben Dinge zu prallen. Ich versuche das jetzt mal. Ist natürlich eine gewisse Distanz, bis wir dort überhaupt hinkommen. Das Gute ist, das funktioniert zumindest immer, dass wir hier durchkommen. Aber ich werde dort mal den anderen Weg nutzen. Zumindest noch den letzten Apfel mitgenommen. So, komm, 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 komm. Und dann wollen wir mal darüber. So sieht's nämlich aus. Und da sind wir auch schon. Spiel gespeichert bei 36%, liebe Freunde. Da sind wir auch schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter Falter, das war mal ein Ritt hier. Holla, die Waldfee. Haben wir jetzt eigentlich unsere Waffen hier dabei? Ich weiß es gar nicht. Wo können wir uns die denn ausrüsten?
Da stehen noch immer irgendwelche Grad-Anzeigen, also Koordinaten. 11 Grad, 31 Grad, 58 Minuten, 54 Sekunden Nord, 35 Minuten, 29 Sekunden Ost. Was auch immer das heißen mag, man könnte es vielleicht jetzt googeln. Es wird wohl nicht wirklich spielrelevant sein, würde ich jetzt mal behaupten. So, wo sind wir denn hier auf einmal wieder? Wir finden übrigens hier irgendwo. Hoffe ich. So, warte mal, das haben wir schon. Left 8 Coal Pipe after the sign of the Borg Large Skeletons. Oh Gott, da oben wäre eine Münze gewesen. Gut, die haben wir definitiv nicht mitgenommen, aber irgendwo hier geht es definitiv wieder ein bisschen was, um mit unserer Frau zu kommunizieren. Die Küche ist schon mal ganz voll gerammelt. Faszinierende Welt, oder? Ach, ich bin seit 3 Jahren hier und erlebe immer noch was Neues. Eine ziemlich faszinierende, aber auch gruselige Welt. Ja, eigentlich ein Traum. Ein erstarrtes Zeitfenster zwischen Leben und Schlaf. Oder in meinem Fall Tod. Der Limbo hat ein Eigenleben, cool. Auch wenn er für jeden anders aussieht. Das hier auch? Das Vossrott hat deine Erinnerung derart unterdrückt? Krass, dass wir nicht nur 2 weiße Striche auf schwarzem Hintergrund sind, die ein Quadrat hin und her schubsen. Cool, dann können wir alle von diesen Dingern eliminieren. So farbig alles. Schmetterlinge, Kekse, Wolken in Form von Hundehaufen. Herrlich. Schmoll nicht. Ich bin nur froh, dass ich endlich mit dir reden kann. Jetzt musst du weiter. Der Spaß geht gerade erst los. Ich muss sagen, ich finde es zumindest schon mal gut, dass wir hier überhaupt mit unserer Frau kommunizieren können, denn das konnten wir im Hauptspiel ja überhaupt nicht. Gut, wir mussten ja erstmal rausfinden, dass wir überhaupt eine haben. Das war ja schon mal eine Sache, um das überhaupt mal rauszufinden. Aber wir sind zumindest jetzt in dieser Traumwelt, einer Welt, mit der wir mit unserer Frau, in der wir mit unserer Frau kommunizieren können, wobei das natürlich auch wieder sein könnte, dass wir uns das möglicherweise nur einbilden. Auch wieder möglich. Okay, da haben wir dasselbe von vorhin gerade nochmal. Der Handschuh, der uns verraten hat. Toll, 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 toll. Aber irgendwo hier, da müssen wir glatt mal gucken, wo, gibt's doch noch so eine... was ist das denn schon? Sind das schon die Maden, die sich hier ausbreiten? Pfui, 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 pfui. Irgendwo muss es hier doch noch eine Birne geben. Aber wo ist das Ding da oben? Sieht jetzt irgendwie nicht so danach aus. On the table in front of the arena with a bun. Aber das ist nicht dieses Gebiet hier. Bei 36%. Na nü? Wo geht's denn da noch hin für uns? Hier geht's ja angeblich wieder weiter. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ach du Scheiße. Okay. Du schnallst gleich, was hier zu tun ist. Okay. Ist vielleicht kein Ponyhof, aber wir müssen alle besiegen. Na gut, das ist ja easy. Schön. Na bitteschön, das ist ja easy cheesy. Ah, ich muss den darauf pfeffern. Okay, jetzt wird's aber schwieriger. Die spawnen auch wieder. Scheiße, hat leider nicht funktioniert. Eieieiei, okay. So easy ist das doch nicht. Insgesamt 5 müssen da drauf gepfeffert werden. 2 haben wir schon. Und diese scheiß Fliege hat eine Münze. Biene, Fliege. Ja, der ist aber weg. Da! Zack, 4 von 5. Und Nummer 5. Let's go, Freunde. Spiel gespeichert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön, 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 schön. Und was bekommen wir als Belohnung dafür? Nimm eine Waffe und geh weiter nach unten. Mhm. Was ist das denn hier Schönes?
65 Äpfel. Und dafür bekommen wir eine geile Waffe. Cool, wir müssen uns theoretisch gar keine kaufen. Dann nehmen wir definitiv mal das Sturmgewehr. Schön, 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 schön. Für 80 Äpfel könnten wir uns noch was kaufen. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut ausgerüstet bisweilen eigentlich. Das scheint schon ganz gut zu klappen, denke ich. Da hinten würden wir theoretisch weiterrutschen können. Hier genauso. Aber ich frage mich gerade, wo ist denn hier bitteschön jetzt die nächste Birne? Weiß ich gerade nicht so ganz. On the table in front of the arena with a bun. Aber das ist definitiv nicht hier, denn da sehe ich dieses Haus auf jeden Fall nicht. Vielleicht müssen wir tatsächlich hier weiterrutschen erstmal, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge hier von Atomic Heart, dem DLC Trap in Limbo. Wir sind mittendrin in dieser Traumwelt, haben uns schon ein bisschen zurechtgefunden, wissen zumindest schon mal, wie wir hier von A nach B kommen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht und hier führt unser Weg weiter. Hier entlang, den nächsten Kuchen entlang und dann gucken wir mal, wo wir in der nächsten Folge hier rauskommen werden. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht, auch wenn, wie gesagt, die Steam-Bewertungen nicht allzu gut sind für dieses DLC, aber wir wollen uns das natürlich selber anschauen und mal gucken, was hier im Laufe der Zeit noch so alles auf uns zukommt. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss!